Moin Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm. Wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit. Und in meinem heutigen Video ist der Hauptdarsteller ein BMW F31 und verbaut haben wir von Vodafone Automotive eine CAN-Bus-Alarmanlage mit Driver-Cards, mit einer Wegfahrsperre, mehreren Alarmsensoren und ein GPS-GSM-Ortungssystem mit SMS-Pager-Benachrichtigung und einer Akkusirene. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, möchte ich euch mal an seinem größeren Bruder im 5er BMW Modell G30 demonstrieren. Den Dieben wird es heutzutage unheimlich leicht gemacht. Mit sogenannten Frequenzwellenverlängerern oder über den Zugang der Onboard-Diagnose können sich die Diebe Schlüssel nachmachen oder die Wegfahrsperre deaktivieren. Und wenn sie es einmal geschafft haben beim Fahrzeug aus einer Serie, dann können sie es natürlich bei allen Fahrzeugen machen. Die Vodafone-Alarmanlage schützt nicht nur die gesamten Anbauteile von dem Fahrzeug, Navigationssystem und die Felgen mit dem Innenraumsensor, natürlich auch das ganze Zubehör in dem Fahrzeug. Vodafone hat eine Lösung für die Wegfahrsperre gefunden. Und diese Lösung funktioniert so gut mit einer wechselkodierten Driver-Card. Das ist eine berührungslose Fahreridentifikation, die man nicht mit einem Frequenzwellenverlängerer verlängern kann. Das System arbeitet so hochwertig, dass TATCHM es zertifiziert hat und diese Alarmanlage damit ein Cut-Level erreicht. Im Ausland spart man damit sehr, sehr hohe Versicherungsbeiträge und das schützt das Fahrzeug vor den gesamten Verlust. In der Praxis schärft und entschärft ihr das Alarmsystem über den BMW-Schlüssel, aber ihr habt diese Driverkarte dabei. Ihr müsst nichts bedienen, aber die Alarmanlage sucht diese Driverkarte. Wenn die nicht dabei ist, löst die Alarmanlage nach dem Entriegeln des Fahrzeugs kurz danach von uns frei programmierbar einen Vollalarm aus. Und das Fahrzeug lässt sich auch nicht starten. Das möchte ich euch mal demonstrieren. Ihr könnt, wenn ihr die Driverkarte dabei habt, ganz normal den BMW hier starten, wie ihr hört. Lässt sich der Wagen starten. So, jetzt möchte ich euch mal demonstrieren, was passiert, wenn ich meinem Kameramann mal die Driverkarte gebe. So, jetzt versuche ich gleich mal das Fahrzeug zu starten ohne die Driverkarte. Wenn die Driverkarte nicht gefunden wird von dem Fahrzeug, möchte ich euch mal demonstrieren, was dann passiert. Ich versuche jetzt mal das Auto zu starten. Alarm geht los, ich kann das Auto nicht starten, kann hier machen, was ich will. Und zeitgleich dazu bekomme ich hier den Anruf von dem GPS-GSM-Ortungssystem. Besser kann ich mein Auto nicht schützen. Vodafone Automotive weiß als Zulieferer der Automobilindustrie genau, worauf es zu achten gilt. Die IPX5 wasserfeste Akku-Alarmsirene ist absolut sabotagesicher. An dem Alarmsystem können wir mehrere Alarmsirenen anlernen. Das haben wir in diesem Fahrzeug auch gemacht. Eine im Innenraum, eine im Motorraum. Wenn der Dieb jetzt kommt und glaubt, er kann das Fahrzeug in irgendeiner Weise sabotieren, öffnet die Motorhaube und möchte die Verbindung zu der Akkusirene trennen, zeige ich euch gleich mal, was dann passiert. Ganz wichtig. Die Akkusirene hat einen 1300 mAh starken Akku. Mit dem ist die Sirene im Akkubetrieb genauso laut wie am Bordnetz. Möchte ich euch mal demonstrieren. Die hochintelligente Alarmanlage liest sämtliche Daten aus dem Fahrzeug aus und überwacht das gesamte Fahrzeug. Wenn ich zum Beispiel bei diesem Fahrzeug vergesse, irgendeine Tür richtig zu schließen oder selbst wenn ich nur das Fenster nicht unter habe, quittiert mir die Alarmanlage das. Wenn ich das Fahrzeug verlasse und die Arbeit mit Störsendern, würde ich sofort hören. Wenn hier die Frequenz überlagert wird, wird die Alarmanlage das erkennen. Verriegel das Fahrzeug, weiß, es ist alles in Ordnung. Jetzt habe ich aber vergessen, die Scheibe zu schließen. Die Alarmanlage sagt es mir sofort. Keyless Go, unheimlich komfortabel, das haben die Diebe auch für sich entdeckt. Cobra-Alarmanlage kann ich über Keyless Go schärfen, aber nicht so einfach entschärfen. Ich kann es natürlich entschärfen, aber nur in Verbindung mit der Driverkarte. Wenn die nicht am Fahrzeug ist, löst die Alarmanlage sofort den Vollalarm aus. Wenn ihr mal einen Schlüssel im Fahrzeug verloren habt oder die Schlüssel irgendwie verbummelt habt und ihr ruft den Pannendienst an, dann werdet ihr feststellen, dass man so ein Fahrzeug auch öffnen kann ohne den Schlüssel, nämlich mit sogenannten Luftkissen, auch eine gängige Methode der Diebe. Schieben hier so ein Luftkissen ein, pumpen die Tür auf, kommen mit dem Teleskoparm. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es bei diesem Auto so funktioniert, aber bei vielen Autos, davon lässt sich die Cobra-Alarmanlage nicht beeindrucken. Wenn wir zum Beispiel die Scheibe einschlagen würden oder das Auto aufpumpen würde, passiert Folgendes, möchte ich auch mal demonstrieren. Versuchen wir jetzt mal mein Handy hier aus dem Auto zu mopsen.
Ja, und dann gibt es auch hier sofort den Vollalarm und einen Anruf aufs Handy. Meine Monteure lieben die perfekte Verarbeitungsqualität und die sehr gut gemachten fahrzeugspezifischen Einbauanleitungen. Und meine Disponentinnen lieben die Bedienungsanleitung der Cobra-Alarmanlage, denn die ist kinderleicht zu lesen. Unsere Kunden haben keine Fragen mehr. Hier haben wir gerade den Vollalarm vom Innenraumsensor ausgelöst. Und wie ihr hier sehr schön sehen könnt, durch die Blinkfrequenz von 7 Mal sehen wir ganz genau, welcher Sensor in der Abwesenheit den Alarm ausgelöst hat. Täglich sichern wir mehrere BMWs ab. Wenn ihr Fragen zu dem Thema haben solltet, könnt ihr uns gerne in Hamburg besuchen. Oder ihr ruft uns an auf der 040 535 5433. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail auf die info@kaistüben.com. Vielen Dank, euer Kai.